Finanzmarktwelt präsentiert den XTB-Morgenticker vom 13. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Am ersten Tag der neuen Woche notieren die Aktienindizes im asiatisch-pazifischen Raum uneinheitlich. Der chinesische Markt verzeichnet einen leichten Aufschwung, wobei die Indizes zwischen 0,15 und 0,25% zulegen. Im Gegensatz dazu führt der australische S&P ASX 200 mit einem Minus von 0,50% die Abwärtsbewegung an. Der japanische Nikkei 225 verliert 0,05%. Die Futures in Europa deuten auf eine niedrigere Eröffnung der Kassensitzung hin, ebenso wie die Index-Futures aus den USA. S&P 500 und Nasdaq 100 verlieren 0,40 bzw. 0,50%. Der japanische Erzeugerpreisindex PPI lag im Jahresvergleich bei 0,8%, verglichen mit Prognosen von 0,9% und 2,0% im Vormonat. Im Monatsvergleich verzeichnete der PPI einen Rückgang von minus 0,4% gegenüber einer Prognose von 0% und minus 0,3% im Vormonat. Als Reaktion auf die anhaltenden Angriffe gegen US-Streitkräfte in Syrien und im Irak führten die Vereinigten Staaten zwei weitere Luftangriffe in Syrien gegen Einrichtungen durch, die von den Islamischen Revolutionsgarden des Iran und mit ihnen verbundenen Gruppen genutzt werden. Goldman Sachs änderte seine Haltung zu chinesischen Aktien und senkte seine Empfehlung für chinesische Unternehmen. Die Bank begründete dies mit dem geringen Gewinnwachstum und einer potenziellen Verringerung der Attraktivität der Unternehmen aufgrund von Faktoren wie einer Verschlechterung des Immobiliensektors und einer hohen Verschuldung. An diesem Mittwoch, den 15. November, wird es ein Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping geben. Es wird das erste Treffen von Angesicht zu Angesicht seit einem Jahr auf dem Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation in San Francisco sein. Die Märkte rechnen mit einer Erwärmung der Beziehungen zwischen den beiden Großmächten. Heute früh gibt es auf dem Devisenmarkt keine großen Veränderungen, aber der US-Dollar verhält sich gegenüber den meisten Währungspaaren leicht schwächer. Dennoch legt das Währungspaar US-Dollar gegen japanischen Yen, USD/JPY, um 0,20% zu und wird bei 151,700 gehandelt. Der Kurs steht kurz vor seinem letzten Höchststand von Ende Oktober 2022, als der USD/JPY sein Maximum bei 151,800 erreichte, gefolgt von den Interventionen der japanischen Notenbank Bank of Japan. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen auf 4,66%. Der Kryptowährungsmarkt erfährt eine leichte Korrektur. Bitcoin fällt um 0,50% auf die Marke von $36.600 zurück, ebenso wie Ethereum, das bei $2.045 handelt. Über das Wochenende gab es bei den Altcoins relativ größere Zuwächse gegenüber Ethereum und Bitcoin. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB Morgenticker.